Hallo und herzlich willkommen zu eurem Wetter.net. Wunderbar, dass ihr wieder alle dabei seid. Gestern versuchte ich zu Hause gute Stimmung, was das Wetter anbelangt, zu machen. Ja, wir haben es aktuell mit Tiefdruckgebieten zu tun. Wir haben es mit Dauerregen zu tun. Der Wind ist lebhaft. Zum Teil haben wir es mit stürmischen Böen zu tun. Ja, ungemütliches Waschküchenwetter gibt es aktuell, unbestreitbar, aber dass wir trotzdem noch an der Sonnenseite des Wetters sind hier bei uns in Deutschland, das versuchte ich gestern bei uns zu Hause zu vermitteln am Küchentisch. Vielleicht kann ich euch auch davon überzeugen. Gut, unbestreitbar sehen wir hier diese Tiefdruckaktivität auf dem Atlantik und die ist verantwortlich dafür, dass wir es mit sehr widrigen Wetterumständen zu tun haben, mit sehr unbeständigem Wetter, was den Regen anbelangt. Schauen wir uns einmal den Regenfilm an, den Niederschlagsfilm. Und da sind recht kompakte Regengebiete auf dem Weg in den nächsten Tagen. Die ziehen uns über uns hinweg und wir sehen auch überhalb von 2000 Metern, oberhalb von 2000 Metern gibt es auch ein wenig Schnee. Also es wird nass, gar keine Frage in den nächsten Tagen. Das zeigen uns auch die Karten, die Tageskarten. So auch heute. Vom Südwesten kommt da ein neues Regengebiet zu uns reingezogen. Allerdings aufgeheiterte Abschnitte, zum Teil recht freundliche, gibt es im Nordosten und im Südosten. Das Ganze dann insgesamt bei Temperaturen heute, die dann zwischen 12 und 16 Grad liegen werden. Ja, und in der kommenden Nacht hat dann dieser Zustrom an Wolken nicht abgelassen, sondern wir haben es mit einer Wolkenverdichtung zu tun und zum Teil mit langanhaltendem Regen. Und der Wind wird ordentlich Fahrt aufgenommen haben, nicht nur entlang der Küsten, sondern auch im Schwarzwald. Da können wir zum Teil auch mit schweren Sturmböen rechnen. Und dann werfen wir einen Blick auf die Frühwerte. Diese liegen dann zwischen 9 und 6 Grad. Ja, und jetzt die Aussichten, die nassen Aussichten für den Donnerstag. Da ist halt alles mit dabei. Es sind die Schauer, die vom Westen zu uns kommen. Und dann sehen wir, es gibt Regen im Süden, das Ganze dann bei Tageshöchstwerten, die dann zwischen 12 und 14 Grad liegen werden. Ja, und nass geht es dann auch in die Nacht zum Freitag weiter mit weiteren Regenwolken. Wir sahen das bereits am Wolkenfilm und auch am Niederschlagsfilm. Dieser Zustrom lässt einfach in den nächsten Tagen nicht nach. Das Ganze dann bei Frühwerten am Freitag, die dann zwischen 9 und 7 Grad liegen werden. Na und dann jetzt die Aussichten für den Freitag, den Samstag und den Sonntag. Wir gucken etwas intensiver und sehen, Schauer gibt es am Freitag. Langanhaltenden Regen im Nordosten. Das Ganze bei Maximalwerten, die dann zwischen 12 und 15 Grad liegen werden am Freitag. Wie starten wir ins Wochenende? Am Samstagnachmittag ist auffällig, dass der Wind wieder Fahrt aufnehmen wird ab der Mittag Richtung Abend hin. Ansonsten kaum Aufheiterung, kaum trockene Phasen. Nur im Südosten, da können wir davon ausgehen, da sind dann die trockenen Abschnitte wesentlich größer. Und das Ganze dann bei Tageshöchstwerten, die ebenfalls zwischen 13 und 15 Grad liegen werden. Und dann am Sonntag, da haben wir es eigentlich mit einer identischen Wetterverteilung zu tun. Der Wind wird ein wenig gedreht haben, aber vor allen Dingen entlang der Nordsee zu spüren sein. Es gibt zum Teil in der Mitte des Landes, vor allen Dingen in den Weststaulagen der Mittelgebirgen, anhaltenden Regen. Da kommt einiges an Menge runter und die Tageshöchstwerte liegen dann bei maximal 16 Grad. Warum das aber überhaupt nicht schlimm ist, weil wir reden hier nur von Niederschlag. Wir reden hier nur von Regen. Das könnte uns hier diese Wettergefahrenkarte zeigen weltweit vom DWD, was da ordentlich los ist auf unserer Welt. Wir haben es nicht nur mit Starkregen zu tun, wir haben es mit Hurricanes zu tun, wir haben es mit Tropenstürmen zu tun. Dagegen, gegen diese Wetterereignisse, gegen diese heftigen Wetterereignisse sind wir tatsächlich noch an der sonnigen Seite, weil wir können in den nächsten Tagen davon ausgehen, dass wir es nicht mit Schäden durch Wetter zu tun haben werden. Schauen wir uns einmal den Supernebel an. Ich hatte das bereits in der Überschrift beim Reinkommen mit dabei, dieses Wort.
Da kamen gestern einige Fragen zu uns in die Redaktion. Was ist das, dieser Supernebel? Wir lasen gestern von einer Massenkarambolage in Louisiana in Amerika. Was ist dieser Supernebel? Ja, und da habe ich gedacht, ich bringe euch das einfach mal mit. Der entsteht durch Wasserdampf in der Atmosphäre, ganz klar. Wir haben bei uns hier diese drei verschiedenen Nebelarten in der Meteorologie. Das ist tatsächlich eine Sonderart des Nebels, weil der kann die Sichtweite wirklich auf wenige Meter reduzieren und der tritt halt mit hoher Luftfeuchtigkeit, niedrigen Temperaturen und kaum Windbewegung auf. Ja, und dann schauen wir uns an, wozu das führen kann. Ja, per Definition kann das zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen und gefährlichen Straßenverhältnissen. Ja, und das mussten die Menschen tatsächlich in Louisiana auf dem Highway erleben gestern. Da kam es auch zu Personenschaden. Also wir haben es, ich möchte es nochmal betonen, aktuell nur mit Regen zu tun. Ganz aktuell, heute Morgen, ist an der Südküste Mexikos in Acapulco ein Hurricane, der Hurricane Otis, an Land gegangen. 97 ist Paulina, der Hurricane, an Land gegangen. Dieser war nur Warnstufe 4. Otis ist eingestuft worden von Klasse 5 oder der Klasse 5 eingeordnet worden. Ja, deswegen damals bei Paulina 200 Menschenleben forderte Paulina Otis. Ich hoffe, es konnten sich viele in Rettung bringen und ich hoffe, wir reden nur von Sachschaden, wenn wir demnächst die Berichte lesen. Dann schauen wir uns mal den Wirbelsturm an, der über den Oman und über den Jemen hinwegfegte. Das sind die Wassermassen in der Wüste. Die Wüste, die da runtergekommen sind, da waren örtlich bis zu 300 Liter auf den Quadratmeter gefallen. Ja, und der Wüstenboden ist trocken, der kann diese Wassermassen gar nicht aufsaugen. Wir haben es in der Wüste mit Überschwemmungen zu tun, in den Wüstenregionen. Deswegen aktuell hier bei uns möchte ich noch einmal erwähnen, wir haben es mit viel Niederschlag zu tun. Und das Wetter drückt vielleicht auch ein wenig auf die Stimmung. Aber wir haben es im Moment nicht mit einer gefährlichen Wetterlage zu tun. Das sind die guten Nachrichten hier bei uns in Deutschland für uns. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Nachmittag. Nehmt euch ein Buch oder vielleicht lädt das Wetter auch dazu ein, einfach mal ein bisschen zu Netflixen. Lasst es euch gut gehen bei einer Tasse Kakao oder Tee. Und dann sage ich bis nachher, bis zum Abendwetter.